in die Behandlung der Vorlagen haben. Zunächst mal Tagesordnungspunkt 6, Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Landeshauptstadt Dresden. Hier ist mir bei einem eindeutigen federführenden Ausschussvotum von 15:00 lediglich ein Redner signalisiert. Herr Kiesling, ich darf Sie bitten. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, man muss sich erstmal den Weg durch diese ungewohnte Sitzordnung bahnen hier. Es ist mir schon ein Bedürfnis, zu dem Jahresabschluss 2018 ein paar Worte zu sagen. Und zwar deswegen, weil das der Abschluss der Doppelhaushaltsperiode war, die von Rot-Rot-Grün mit ihrem Beschluss in ihrer Mehrheit eingeleitet wurde, mit genügend Zeit zur Beratung und die eigentlich am deutlichsten den Inhalt rot-rot-grüner Politik zeigt. Und ich will noch ein paar Dinge sagen, die wir damals in der Haushaltsberatung verändert haben, damit man sich einfach daran erinnert, was wir in dieser Stadt leisten können. Ich will es einfach vorlesen. Wir haben zum Beispiel eine unabhängige Beratungsstelle für Kita-Eltern damals haushalterisch untersetzt. Hat sehr lange gedauert, bis sie eingerichtet wurde. Jetzt gibt es Sie. Wir haben damals die von der Verwaltung vorgenommenen erheblichen Reduktionen im Jugendhilfebereich wieder kompensiert. Das hat allein in der Haushaltsberatung 4,8 Millionen für 2 Jahre jeweils gekostet. Wir haben in der Sportförderung nachgelegt, 2 Millionen für 2018 allein. Wir haben im Kulturbereich deutlich über 1 Million Euro nachgelegt, in großen und kleinen Summen, zum Beispiel 20.000 Euro fürs Chorfestival, für den Laienchorpreis. Da würde ich Sie alle bitten, mal hinzugehen. Eine ganz wunderbare Veranstaltung. Wir haben das städtische Wohnungsunternehmen mit Eigenkapital ausgestattet damals, ein Auftakt für eine Entwicklung, wo wir in der Zukunft immer noch zu profitieren hoffen. Wir haben ein Novum, glaube ich, in diesem Bundesland, auf jeden Fall vielleicht sogar in der ganzen Republik eingeführt. Wir haben nämlich den Sozialausschuss pro Jahr mit 2 Millionen Euro freien Mitteln ausgestattet. Ja, dann muss ich das auf der Zunge zergehen lassen. In was für einer Situation wären wir heute, wenn es uns gelungen wäre, beim letzten Doppelhaushalt das aufrechtzuerhalten? Wie hätten wir flexibel sein können, auch vielleicht gerade in Krisenreaktionen, wenn es nicht durch die etwas holpernde Beratung für den jetzigen Doppelhaushalt alles vernichtet worden wäre? Das sind ein paar Beispiele. Wir haben im Bereich der Stellen zum Beispiel, auch das muss man erwähnen, vielleicht auch ein Zeichen unseres Politikstils damals auf Initiative der CDU in 2 Bereichen nachgelegt. Na, zum Beispiel im Bereich der Kindertagesbetreuung, wo wir über den Personalstandard hinaus 25 Stellen eingestellt haben oder das Geld für 25 Stellen eingestellt haben, damit Krankheitsvertretungen möglich werden, oder im gemeindlichen Vollzugsdienst 15 Stellen mehr. Auch das etwas, was Rot-Rot-Grün macht. Es ist sehr viel damals geschimpft worden über diesen Haushalt, wie unseriös er sei. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, das Ergebnis ist, dann staunt man, diese Doppelhaushaltsperiode war die mit den üppigsten Mitteln, die wir je hatten, im Ergebnis. Wir haben nämlich beide Jahre, 17 und 18, mit einem ganz extremen Haushaltsüberschuss abgeschlossen. Und nun sind das natürlich einmal Ergebnisse und es mag der ein oder andere sagen, das ist Glück. Aber gut, es ist vielleicht auch das Glück des Tüchtigen gewesen, der sich für diese Stadt engagiert und wo dann auch einige gute Ergebnisse dabei herauskommen. Die Ergebnisse waren übrigens so gut, einige werden sich erinnern, dass der frisch gebackene Finanzbürgermeister Lames damals die größten Schwierigkeiten hatte, uns im Stadtrat zu Sparsamkeit zu bewegen, indem er die Krisen, die er benennen musste, immer weiter in die Zukunft gelegt hat. Haushaltsvorsicht ja, aber natürlich haben die Finanzbürgermeister vorher die Krise jeweils im nächsten Jahr angekündigt und seine ist dann sehr weit nach hinten gerückt. Und jetzt sind wir in der Situation, wo die Krise eingetreten ist. Und nun kann man trefflich streiten und viele in der Bevölkerung tun das auch, ob es wirklich eine medizinische Krise ist, und man kann auch streiten, ob es vielleicht eine Krise der Demokratie ist oder ob es sich zum Höhepunkt der Demokratie wandelt. Das ist alles möglich, aber eins ist klar, es wird eine veritable Krise unseres städtischen Haushaltes werden. Und die Auseinandersetzungen der Zukunft werden sich eben darum drehen, wer in dieser Bevölkerung wird für diese Krise bezahlen müssen und wie können wir als Stadtrat abwenden, dass die mühsam aufgebauten Strukturen im kulturellen oder im sozialen Bereich zusammenbrechen. Und dann höre ich mit Interesse und auch mit Freude, dass Bürgermeister Lames, auch der Oberbürgermeister, jetzt Bund und Land zur Verantwortung zieht. Ich höre ebenso mit Interesse, dass man nach höheren Steuern ruft. Auch das ist spannend und interessant, dass diejenigen, die können, auch mehr zahlen zur Krisenbewältigung.
Aber ich glaube, das ist nicht alles. Auch wir als Stadt müssen überlegen, wie wir die Dinge, die wir hier zurückgelegt haben, die wir angespart haben, einsetzen. Und deswegen will ich darauf verweisen, wir haben über eine 500 Millionen Bargeld auf den Banken liegen. Es muss gelingen, das auch zu aktivieren, um hier die städtische Gesellschaft zu schützen. Und ich glaube, die Diskussion um, nennen wir es Corona-Sondervermögen, nennen wir es Kreditaufnahme, die muss intensiv geführt werden. Und ich freue mich, dass ich von einem oder anderen hier Signale höre und hoffe, dass wir dort gut vorankommen. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Eine Stimmenthaltung. Und wie viele Ja-Stimmen? Und 68 Ja-Stimmen. Wer das so beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Zuweisung zum